Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 25.04.2024, und unser DAX hat am Mittwoch einen schönen Haken geschlagen, einmal nach unten wieder eingedreht und sich auf seine Rücklaufziele begeben. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Rücklaufziele hier die 1880 ist oder sind und dann der Bereich um 1830, 18.000 und, nee, genau, so haben wir es gesagt, ja, und ich hatte gesagt, wenn er unter 18.000 fällt, wären wir das dann ein bisschen zu tief, weil das sonst 8,80 und 27 ableitbar wären. Ich würde das auch so noch belassen. Im Kerngedanke würde allerdings, also ich würde, glaube ich, schon, wenn er weiter fällt, könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht sogar hinshorten kann auf einen 9,80 und vielleicht sogar auf einen 8,80. Ich würde aber dahingehend die Aussage ein bisschen anpassen wollen, weil wir gestern gesagt haben, wenn er unter 18.000 fällt, dann wird er bestimmt auch das Gap zumachen. Das kann er machen, aber so ein 8,80 hätte natürlich auch einen Charme. Ja, das wäre hier Pullback, das wäre einmal da drunter genagelt, hier unter das Dienstagstief. Also das hätte schon einen gewissen Charme, hier einfach die 8,80 noch zu machen, weil das dann ein Pullback wäre. Also ein Abwärtstrendbruch, der nochmal durch ein Pullback bestätigt wird. Das wäre an sich sehr schön. Muss aber so nicht kommen, denn wir haben ja jetzt hier auf der 1880 eine Umkehrkerze stehen. Ja, der ist hier mit den Kerzen dran geblieben, auch wenn zum Abend nochmal ein bisschen runtergerutscht wird. Aber Stand jetzt haben wir erstmal einen Abgleiten auf den Supportbereich, der nach oben reagiert. Ja, das heißt, wenn unser DAX morgen zum Handelsstart vielleicht gar nicht so schwach reinkommt, wie das die ausbörslichen Indikationen ankündigen, sondern der wirklich vielleicht um 1880 reinkommt und sich wieder hochdrückt über die 18.120, hätte der durchaus das Zeug, wieder bis 260 erstmal anzusteigen, vielleicht sogar bis 300. Ja, also ich würde deswegen oberhalb von 18.120, da liegt jetzt auch die grüne Linie her, der kleine Durchschnitt, oberhalb von 18.120 würde ich ihm Longfeuer geben. Dürfte unsere Lisa auch machen, dann wenn sie will. Ja, also wenn er über 18.120 rausklettert. Ja, und ansonsten bleibt unten der Fokus erstmal auf 18.000, 17.89. Und wenn die nicht hält, dann auch noch die 17.88. Und sind beides nochmal schöne Bereiche, um zu stabilisieren und aufzudrehen. Halten die aber nicht, wäre dann auch eine 27 ableitbar. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn jemand sagt, okay, ich würde das gerne short probieren und man nimmt schon jetzt die neuen Tiefs hier als Basis, um einen Short zu suchen. Man kann ja dann bei 89 Teilverkauf machen oder bei 8,80 Teilverkauf machen, ja, ein bisschen was sichern, den Rest dann probieren auf die 27 zu zwirbeln, und wenn man merkt, ah nee, der reagiert jetzt hier doch zu heftig, ja, dann hat man trotzdem eben ein bisschen Gewinne mitgenommen, ne? Dann ist man nicht komplett auf der falschen Schuhsohle erwischt worden. Und wenn man aber den Bereich abwartet und man sieht eine schöne Reaktion, könnte ich mir durchaus vorstellen, das Long zu handeln. Aber noch lieber würde ich, glaube ich, Long handeln, wenn er sich direkt vom Start weg das jetzt so stehen lässt und jetzt hier über der 18.120 wieder nach oben drückt. Gerade zum Donnerstag hier oben einmal reinballern und vielleicht auch gleich wieder zurückballern. Aber das fände ich ganz reizvoll. Ja, also wir gucken unten, die zwei sind, ist eigentlich schöne große Bereiche, schön ausläufig der Markt. Das wird man zum Donnerstag, das hat man, glaube ich, am Dienstag auch schon gesagt, das wird man bestimmt schön traden können. Und der Donnerstag, der wird sich dem wahrscheinlich nicht viel nehmen lassen. Wir können vielleicht sogar noch ein Stückchen schöner werden. Ja, gucken wir mal, wie er reagiert. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Basis. Haben schöne breite Zonen auch. Schön offensichtliche Zonen. Ja, das heißt, die werden dann auch gut angenommen. Sieht eigentlich gut aus. Also, von daher wünsche ich euch viel Spaß zum Donnerstag. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.